Und willkommen zurück zu Watch Dogs. Und wir holen uns zurück, was die Fallen uns gestohlen hat. Wir haben jetzt Position und war auch die Fallen, dass sie Daten über der Nähe drehen bei sich. Und haben wir letztes Mal gemerkt, dass die Fallen uns anscheinend unser System ein bisschen stört. Die Default. Die Default. Das Ambrose. Nikki und ich haben uns hier gerne Filme angesehen. Jetzt ist es nur noch ein Tanzclub. Default hat uns sicher bemerkt. Er höchstwahrscheinlich wartet hier auf mich. Dreht sie das unauffällig, das Ambrose. Hat er eine Person? Türsteher. Hallo! Hallo! Fuck, hallo! Ah ja, gut, die. Willkommen zu meiner Party. Naja, das klingt ja gut. Du wirst auszuspielen. Du wirst ausreagiert. Du inklusive Einladung. Scheiße. Für diese Nacht. Ich bin Default. Verdammt, er ist gut. Geh mal an, er hat sich ins Profiler-System gehackt. Er spielt mit mir. Ja, mach nur weiter so, mein Freund. In die Fall, die Zukunft seines Peers, ist zu sehr beschäftigt, in der Vergangenheit zu leben. Und die Fall. Out. Hey, was steht da noch? Hey, den kriegen die Ratte nicht. Aber noch Schnee rum. Thank you.
Defaults Server. Das sieht ja sehr interessant aus hier. Als Default. Ach. Ich hab 8 Millionen. Erstmal loslaufen können. Alter, wie viele schon da noch? Ist jemand mit? Brauchen Hilfe!
suchen wir ein Ziel. Was hast du gesagt? Das ist doch scheiße! Boah! Mach es dir nicht unnötig schwer und komm einfach raus! Hallo Sniper. Guck da mal hoch. Default, Default, Default. Ich hasse schon Default. Wieder die Fixer. Die Typen sind teuer. Aber Default steckt bis zum Hals drin. Okay, ich hab ihn. Nur in Reichweite bleiben und Tibon hängt sich rein. Alter, hallo, ich muss erstmal einen Wagen haben. Ist da ein Auto? Wird dort verursacht. Irgendein High-End-Störsender am Start haben. Nicht erschrecken, wenn dein Krempel nicht mehr geht. Ja, versuch nicht ihn auszuschalten, wir dürfen die Daten nicht verlieren. Ich verliere ihn. Log ihn raus, ich tracke ihn. Warte nicht, schnapp dir alle Daten, die du kriegst, wenn ich nah genug dran bin. Dann sind wir voll Start. Du musst näher ran. Klappe! Ein bisschen ihn töten. Was soll das denn, Default? Na gut, du bleibst in der Nähe, genau so. Dann schlüpfe ich in seine Daten und er merkt es gar nicht. Zu weit! Klappe! Wieso finden die Schiffe aus schon in unseren Handynacken? Oder habt ihr Angst, dass er eine High-End-Verschlüsselung darauf hat? Und wieso musst du unbedingt hier so lang fahren, wo dieser Scheiß Führerhäuschen ist? Was mir jetzt die Tür zu. Zivilisten aus dem Weg. Klappe. Alle Zivilisten sollen mal die Ruhe halten hier. Es kommt rein. Mann, Scheiße. Hast du gesehen, was da drin steht? Noch nicht alles. Was siehst du? Das sind alle Stadtbeamte. Gewerkschafter. Gefakte Verträge, Auszahlungen, meine Güte, Sexlogs, eine Menge Online-Erpressung. Ein Moment, hier ist das CDOS. Dieser Iraq war ganz schön fleißig. Er hat ein paar solide Dokumente hier. Sieht aus, als hätten CDOS-Manager das Netz benutzt, um die Wahl zu manipulieren, damit dieser Rushmore den Job bekommt. Korruption in Chicago. Wie überraschend. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Keine gefälschten Wähler. Sie haben echt verrückten Code benutzt. Keine Ahnung, was das ist. Viele Geheimnisse. Erpresserkram. Es kommt immer mehr. Wonach suchen wir denn hier eigentlich genau? Ein Video. Von einer Frau. Sie ist jetzt tot, aber irgendwas an dem Video war gefährlich genug, um mich und meine Familie anzugreifen. So, jetzt schalten wir Default aus. Das ist ja gut gelaufen. Scheiße.
Maul, statt doch einfach aus! Mach uns doch rein, das Leben dieser schwer, statt einfach aus! Wir zwei sind Zweikampf! Und danach darf ich mit sehr vielen Verbrechen bekämpfen und Sachen machen. Das scheint. Fahrzeug neutralisiert. Sag mir bitte, dass wir alles haben. Würde ich schon sagen. Jedenfalls alles, was dein irrer Freund wollte. Und diese lächelnde Frau? Gibt es passende Aufnahmen? Nein, Mann. Jedenfalls keine, die ich sehe. Sicher, dass die auf Iraqs Server war? Nein, aber er wollte sie von jemandem stehlen. Nur von wem? Du verlierst ihn! Ich hab schon ausgeschaltet! Glaub nicht, ich nehm den Abschluss aus unserem Klamottenladen. Max Level erreicht. Dachte, das interessiert dich. Ich hab noch nie einen Auftrag mit so vielen Nullen gesehen wie deinen. Die wollen dich wirklich, Kumpel. Neu ist das nicht. Nein. Vertrau mir. Das ist, was neu ist. Du hast wirklich jedem hier ans Bein gepisst. Du musst Chicago verlassen, solange es geht, denn die Fixer werden dich finden. Nur eine Frage der Zeit. Danke für die Warnung. Ja, ja, du wirst sie ignorieren, aber ich dachte, ich versuch's. Hey. Hey, wie geht's so? Für den Rest. Oder? Der Wenn Sie was wissen wollen, fragen Sie ruhig. Hey Kumpel, gute Nachrichten. Ich glaube, ich habe doch eine Zukunft als Tontechniker. Hör mal rein. Du hast das Audio bearbeitet? Hör mal rein. Brent Alster, bitte im Büro melden. Brent Alster. Nikis Anruf kam vom selben Ort wie diese Lautsprecherdurchsage. Brent Alster. Das ist gut. Ich suche mal nach seinem Arbeitsplatz. Ich schlüpfe mal auf Dead Set. Da. Nikki ist da. Ich weiß es. Hol sie zurück, Bruder. Ja, wir. Okay, come on. Überlegen Sie nicht zu lange. Klappe, ich bin weg. Ich weiß gar nicht. Dann Alster. Alter, mit Fuß. Okay, die Karre ist bereit und wartet schon auf dich. Ja. Mal kurz mal das gucken. Wie viel habe ich denn noch? Die Sache ist, ich bräuchte vielleicht mehr. Wir gehen doch mal zum... Ah ne, ich fahre davon jetzt hier zu den Bayers. Dann fahre ich den normalen Weg von dort aus dahin. Geht schon. Ah. Mein Fuß ist denn der weh? Es geht mir mit dem Scheiß. Was zum... Alter, das ist doch... Hast du mal digitale Trips probiert? Scheiß, der Fuß gerade. So. Alter, ich war ja alle weg. Bis. Noch 20 Minuten. Ist die volle noch Zeit? Okay. Die Jagd auf Aiden Pierce kam heute einen Schritt weiter, als Bürger ihn mitten in Downtown Chicago sehen. Na, schwer das. Eine gewagte Aktion. Einige Bürger glauben, dass der Rächer demonstrieren wollte, dass die Polizei unfähig ist. Was halten Sie von den Versuchen der Polizei, den Rächer zu schnappen? Dieser Typ stellt sich da mitten in die Menge. Und die schnappen ihn einfach nicht? Hey, das ist ein Statement. Er ist ein Krimineller, vielleicht sogar ein Mörder. Warum läuft er immer noch frei herum? Nur die Leute, die es verdient haben. Und ein Guter noch dazu, einer von den Ehrlichen. Es liegt an diesem CTOS. Jetzt müssen weniger Cops ein größeres Gebiet abdecken. Und das bei den ganzen Banden hier. Die sind überlastet. Die Polizei hat Fallen gestellt, um zu verhindern, dass Pierce die Stadt verlässt. Ja, ich muss jetzt sagen, die Vize-Aufträge machen jetzt nicht mehr weiter. Ich hab jetzt zum Abholen gemacht. Sobald der Mörder gefasst ich weiß, ist, wird ja, Chicago wieder sicher sein. Sowas, aber ich hab's jetzt so gemacht. Jetzt machen wir halt jetzt schon. Weil das jetzt.
Hat mich langsam mal genervt, wenn die neu hier. Hat mich doch bestimmt gerade, dass ich jetzt doch sozusagen jetzt noch die Hauptmission hier jetzt vollständig abschließen will. Und wenn das dann auch passiert ist, dann wird es vielleicht eine kleine Pause, glaube ich, auch von Watch Dogs geben, bis dann was dann nett kommt. Mal gucken, ob ich das dann rein im Anschluss dann noch mache oder ob ich vielleicht auch noch ein kleines Zwischenspiel reinfliege. Kein kleines, sondern erlauben. Eigentlich ein Vollpreistitel kann man wohl, glaube ich, schon sein. Der Titel nennt sich, glaube ich, oder? Ja, machen wir. The Night of the Rabbit. Beeindruckend. Als kleines. Ah, du schon wieder. Da hat sich. Dachte ich mir, dass dir es gefällt. So. Weil das wird das dann ja so machen, dass wir da ja mit ihnen wohl halt erstmal so als Zwischenteil den Night of the Rabbit reinschieben. Und dann danach Bloodlet machen, als kleine Stadtpause. Das macht schon Bloodlet nett, wird aber gleich aus einem neuen Playlist antrieben. Ja, glaub schon. Ist er nicht. Dann kriegt das hier nicht in die Hauptordner rein. Die Hauptordner auf der Festplatte wird ich nie wieder für gleich umbenennen. Oder wenn ich auch Leute in Watch Dogs drin lassen. Aber ich glaube, ich werde ihn gleich so umbenennen. Weil Watch Dogs ja dann am Ende ist. Watch Dogs 2 ist ja doch noch eine besonders eigene Sache für sich, ob ich mal nicht das machen würde. Da müsste ich es ja erst noch holen, weil ich es nicht im Besitz habe. Ich finde es eigentlich lustig, diesen Teil besitze ich ja schon aus einem Grund. Ubisoft hatte mal ein kleines Angebot gemacht, oder ich meine halt so zur Weihnachtszeit war es, glaube ich. Spiele zum Angebot gegeben, die sie halt kostenlos gegeben haben. Das hier war Watch Dogs, was ich mir davon ausgesucht habe, war Watch Dogs. Dann habe ich schon mal durchgezockt, dann habe ich den Nachbar, ich glaube, es hat auch ein bisschen gedauert, dann habe ich mir den Season Pass geholt. Und dann, das war mein Satz schon hier und Let's Play ist es auch mal. Da, ja, das ist jetzt schon ein bisschen später. Mein Mind wird jetzt ja wohl auch ein bisschen weiter. Mal gespannt, was es da noch wird. So. Aus dem Weg! So. Alle mal aus dem Weg! Ich muss jemanden retten. Ich muss Niki retten. Scheiße, da hat doch ja noch bald was gefüllt. Level so ein großer Betrag auf uns. Alter, das klingt nicht sehr gut. Kleine Schwester. Sie jetzt die kleine Schwester? Ja, sie werden gleich halt, etwa. So, kleine Schwester. Ich hab Niki. Endlich. Und Damien weiß es nicht. Okay, jetzt schön vorsichtig. Er wird sie bewachen. Hoffentlich ist sie bereit. Fallstrecker, Elite. Pass gut auf dich auf, Dad. Wir haben wohl Fixer als Security angeheuert. Die schießen erst und stellen dann keine Fragen. Ja, ich hack mich unter dem Radar rein. Die werden mich gar nicht bemerken. Nick Pierce. Ausschalten den. Na los, Niki, geh ran. Niki, ich bin's. Aiden! Wo bist du? Hier sind überall Männer. Die Wache hier ist... Keine Ahnung, was passiert ist. Hör zu, ich weiß. Ich hole dich raus. Du bleibst am Telefon und ich führe dich. Nein, die finden mich. Niki, da ist deine Waffe. Steck sie bitte ein. Nur für den Fall. Das Stromgewehr, was da liegt, glaube ich, auf dem Boden. Oh Gott, das ist verrückt. Aiden, ich weiß nicht,
nichts über Waffen. Ich hab geschossen. Wir müssen weiter. Hör auf meine Stimme. Verurteile ihn das. Ich glaube, er ist tot. Nicky, hör mir zu. Wir müssen schnell machen. Ich werde dich sicher führen. Die sind voll strikt, ja, verdammt. Können die einfach reinhauen? Er hat noch geatmet. Der Mann eben. Ich glaube, er atmet noch. Sollten wir einen Krankenwagen rufen? Voll strikt, aber beweg dich. So hin. Blöd. Wir hatten da hinten. Wir können das nicht machen. Könntest du dich mal bewegen? Weil ich ihn getötet habe. Ich glaube, er ist tot. Ich wollte das nicht. Sie ist einfach losgegangen. Vollstreckt, ja. Könnten Sie sich bewegen? Hast du sein Gesicht gesehen? Er konnte es nicht glauben. Er hat mir gestern noch Decken gebracht. Lass uns umkehren. Wir können ihn noch retten. Nicky, hör auf meine Stimme. Zuerst müssen wir dich rausbringen. Ja. Okay. Ja. Was steht jetzt denn auf dir? Los, los. Okay, Kopf runter. Der ist mit der Sonne beschäftigt. Keine Ahnung, wie du das tun kannst. Das ist doch kein Leben, Gitz. Ist das dein Job? Du tötest Menschen? Hey, Aiden, das tust du nicht. Oder? Wer ist da? Bewegung. Alles klar. Scheiße, das sieht sie. Was will ich denn machen, bitte? Sind die weg? Der Typ. Ich würde mich jetzt selber so gerne hier die aus der Kameraperspektive rausgehen und jetzt den hier wegknallen. Der läuft nicht weg, das ist die Sache. Hey, mach ihn da weg. Da ist noch ein Film mit Verstärkung. Oh nein, nein, hier gibt es keine Verstärkung heute. Muss man doch entschärfen können. Denk nach, Mann, denk nach! Ah! Doch in die Richtung! Wie konnte das passieren? Jetzt, los! War das eine Scheiße, dir? Bewegung! Okay, jetzt! Los, Scheiße! Los. Ziel gesichtet! Rücke vor! Beobachte das! Hm. Könnte ich nicht da selber bitte rein? Ich habe keinen Lust auf so einen Tag! Überhaupt nicht! Jetzt ein Gabelstapler! Er hat noch geatmet. Der Mann eben. Ich glaube, er atmet noch. Danke. Nein, muss hier rein, das wird nichts. Tut mir leid. Ich hab nicht mehr geschossen, seit wir mit Dad auf Jagd waren und das war nur Kaninchen. Hast du sein Gesicht gesehen? Er konnte es nicht glauben. Er hat mir gestern noch Decken
umgebracht. Verstanden? Wir können ihn noch retten. Nicky, hör auf meine Stimme. Zuerst müssen wir dich rausbringen. Ja. Okay. Ja. Wollt ihr mich verarschen? Da veräppeln. Wen denkst du denn? Keine Ahnung, wie du das tun kannst. Das ist doch kein Leben. Ist das dein Job? Du tötest Menschen, Aiden. Das tust du nicht. Leider ziemlich doch. Oder? Leider gibt mir Damien keine andere Wahl gerade anscheinend. Lauf zu diesem Auto, steig ein und fahr los. Nicht umdrehen. Okay. Oh, nicht. Okay, wo das? Kommen Sie aus dem Gebäude. Alles klar. Du bist in Sicherheit. Aber wir müssen dich und Jax aus der Stadt bringen. Ist Jackson okay? Oh Gott, er sagte, du wärst tot. Er sagte, er würde mich töten. Wo ist Jax? Ich muss ihn sehen. Er ist sicher bei Yolanda. Fahr da jetzt hin. Ich treffe dich. Hol Jax, bleib ruhig. Kein Handy. Lass ihn nicht mal sein Tablet benutzen, bis das vorbei ist. Was immer es ist, Aiden, bitte. Bitte lass es sein. Hörst du? Lass es sein. Die Sache auf uns ist nämlich nicht drauf angesetzt nach Jordi. Das klingt nicht gut für sie. Ja, sie sagen, wir müssen stoppen, bis es steht in meinem Auto nicht mehr. Toll. Oh, die ist mit deinem Auto einfach weg. Mensch, sie ist einfach stopp. Ja, wir sind schon bei Level. Glaubst du, Nicky wäre sicher? Glaubst du, es ist vorbei? Für Nicky ist es vorbei. Aber nicht für dich. Ich will dir nichts verderben, aber ihr bekommt Gesellschaft. Die Bullen haben gerade einen Tipp zum Rächer bekommen. Ist das nur ein Spiel für dich? Ja, sicher, es ist nur ein Spiel. Ich bin nur zum Spaß dabei. Du hast mich enttäuscht, Aiden. Wir waren Partner. Was wirfst du mir vor? Ambitionen? Ich werfe dir deine Gier vor. Ich muss los. Deine Heuchelei ist beeindruckend. Fahr vorsichtig, Partner. Die Cops sind echt heiß auf dich. Na, was sind wir jetzt als nächstes? Packt eure Sachen zusammen. Ich komme und hol euch ab. Nehmt nur mit, was ihr wirklich braucht. Okay, Jax und ich sind fertig, wenn du kommst. Hallo, Straße. So, das ist eigentlich wohl mit Nicky passiert. Machen wir das wahrscheinlich erst in der nächsten Folge. Jetzt noch dahin. Und dann machen wir das in der nächsten Folge erst. Dass das gescheiterte Datenleck vom Morgen beweist, dass das Unternehmen sicherer ist als je zuvor. Damien, der nervt auch nur. Jetzt haben die Typen auf den Rächer gekriegt, ey, das ist ja nur so ein Spiel für ihn, wirklich. Partner, mit dem Partner, ja, den hau ich hier mal einen in den Kopf. Kriegt der noch einen in den Kopf? Ja, dass hier noch Partner sind, nee, der hat Partner, das ist wie mit Jonas mit Partner, nein. Ich hätte mich in der Leine auch zu enttäuscht. Nicht besonderweise, aber dann enttäuscht. Ja, come on. Lass mich in Ruhe.
später. Unser Status ist vielleicht ein bisschen runter, aber für die letzten Stunden ja wohl noch. Wenn ich hiermit fertig bin, werde ich hier wohl dann ja auch sozusagen die Aufnahme gleich aufgenommen. Diese Redaktiv-Center wird trotzdem noch starten. Also miese Redaktiv-Center braucht dann erstmal noch ein Ordner. Festlandspeicher müssen auch noch genügend da sein. Ich freue mich auf meinen 4TB Festplatte, aber ich will keine großen Sorgen am Handel machen. Okay, an sich muss ich mich auf den Trailer den besonderen Sorgen drauf machen, weil ich nicht mehr keine Terabyte suche. Weil im Einzelnen voll natürlich. Das ist halt schon eine Qualität des HD. Ich hab schon ein bisschen, das Motor ist am Arsch. Glaube ich zumindest. So, ja, das machen wir erst in der nächsten Folge. Hallo. Die Idee vielleicht überleben wir in die andere Folge. Weil ich weiß, was hier gleich geschieht. Geister der Vergangenheit. Aus Yolanda. Yolanda. Was haben wir mal Yolanda? Irgendwas war da. Ah, dann. Was hier geschieht, sehen wir wohl erst in der nächsten Folge. Aber dann tschüss.